mal im Ernst, okay? Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaub dir, Kumpel. Ich glaub dir. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie. Okay, es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow. Wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du in Tuss? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Klingt nach meiner Frau. Ich hab sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel. Beruhig dich. Du, hey, du musst stark bleiben. Okay, gib dir drauf nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab gesehen. Ach, komm schon. Wurde grad gut. Schlafen. Oh, Scheiße! Nein. Nein, nein. Oh. Was soll ich tun? Was mache ich denn nur? Sowieso. Muss los. Wieso denkt jeder, ich komme in Schwierigkeiten? Was zur... Hallo? Und damit willkommen zu Resident Evil 2, das Remake. Es ist endlich soweit. Ja, da sind wir schon drin hier. Es gab kein Intro oder so. Es geht sofort los. Die Spieleinstellungen habe ich zuvor natürlich gewählt, genauso wie den Charakter. Claire Redfield spielen wir. Soll also heißen, wir machen zwei Durchgänge, Claire A und Leon B. Die Entscheidung dafür war ganz einfach. Damals, das Original Resident Evil 2, hatte ich eben andersrum gespielt, mit Leon A, Claire B. Aus dem Grunde, weil ich eigentlich die Claire-Kampagne mehr mag. Und in B war das sowieso nochmal cooler. Aber diesmal mache ich es hier genau andersrum. Wir spielen auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Ich habe mir sagen lassen, der soll sehr anspruchsvoll sein. Das kann ja einige Fails geben, aber hey, was soll's. Wir als alter Veteran, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Gucken wir mal. Ich freue mich unglaublich. Es hat ja noch ein bisschen gedauert, aber jetzt komme auch ich endlich in den Genuss. Es ist natürlich Blind, also das Remake ist Blind für mich. Ja, das Original ist mir natürlich bekannt und somit auch die Story. Aber wie das Ganze hier verpackt ist, ich bin schon sehr, sehr neugierig. Claire Redfield, die Schwester von dem guten Chris, den sie gerade sucht, sieht sehr, sehr hübsch aus. Ist ja auch klar, hier im zweiten Teil ist sie jetzt natürlich deutlich jünger und auch noch unerfahrener, wie beispielsweise bei Revelations 2. Ja, oder sonst noch wo sie aufgetreten ist. Im Übrigen, Revelations 2 wird auch noch weitergehen. Das ist jetzt nicht irgendwie abgebrochen oder sonst wie was. Reno und ich hatten ein paar kleinere Differenzen. Wir arbeiten aber dran und ich bin guter Dinge, dass das wieder wird. Und dann gibt es auch wieder Revelations 2. Also alles gut. Macht euch da mal keine Sorgen. So, aber jetzt haben wir genug gequatscht. Das ist unser neues Hauptprojekt. Das bedeutet, es kommt, wenn alles gut geht, viermal die Woche. Ich bin gespannt und jetzt geht's los. Also, man hat schon diesen Trucker gesehen, den kennt man ja aus dem Intro. Ich werde natürlich öfters Vergleiche aus dem Original ziehen. Das muss mir gestattet sein. Und, ja.
Kenner des Spiels wissen, was mit diesem Trucker passiert. Den werden wir wahrscheinlich etwas anders wiedersehen, vermute ich mal. Abwarten. So beginnt das also. Das könnte, dürfte, sollte das Auto von Leon sein. Ah, das ist grafisch schon mal richtig geil. Und ich kann euch gar nicht beschreiben, wie sehr ich mich auf dieses große Haus freue, das uns hier in diesem Spiel noch erwartet wird, dieses Polizeirevier. Und wie sie das alles gemacht haben. Oh Gott, wir werden sowas von in Nostalgie schweben bei diesem Game. Es wird so wunderschön. Aber ich guck mal, was ich noch so kann. Ich kann rennen. Ich habe auch sogar schon eine Waffe. Ich kann sie aber noch nicht ziehen anscheinend. Okay, gut. Hamburger klingt ja schon mal ganz gut. Aber angeblich ist er auch geöffnet. Hallo? Irgendjemand hier? Hallo? Okay. Den Laden untersuchen. Wir hören leise Geräusche. Bitte kein Hate, kein Gemecker, weil ich das Ganze auf Deutsch spiele. Ich weiß, ja, 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 auf Englisch klingt's geiler. Ist mir aber egal. Ich mag die deutsche Sprache. Ich bin da nicht so zimperlich, was die Synchronisation angeht. Und ich werde es auf Deutsch lassen. Genauso wie ich auch die deutschen Untertitel drin lasse, weil ich immer wieder mal Zuschauer habe, die nicht so gut hören können. Gab schon alles einige. In Ordnung? Oh, oh. Aber er scheint noch menschlich zu sein. Warten Sie hier. Ich schau mal nach. Da rein? Okay, dann gehe ich erstmal noch nicht da rein. Das ist cool, ne? Im Original konnten wir diese Sequenz, also diesen Ort hier gar nicht spielen. Das war alles noch Intro. Hallo. Und ja, deswegen umso interessanter. So, ich werde mir natürlich viel Zeit lassen. Ich will mich in Ruhe umgucken. Ich will das Spiel in vollen Zügen genießen. So, da hört man wilde Geräusche, aber zu erkennen ist nichts. Ich kann die Tür auch nicht öffnen. Ich muss dadurch, wo der Verletzte mir das gezeigt hat. Okay, reden kann ich mit ihm nicht. Oh, das ist schon richtig geile Atmo hier. Okay, schauen wir mal. Entschuldigung, ist alles in Ordnung? Zurück, mein Mann. Nicht der! Kommen Sie mir nicht näher! Okay, okay. Interessant, dass Claire am Anfang eine Waffe hat. Aber gut, ich beschwere mich deswegen nicht. Der legt sich hin. Nachladen. Also die Steuerung ist sofort drin, wie ihr merkt. Das ist die absolute typische Standardsteuerung eines aktuellen Resident Evil Teils. Natürlich schön überarbeitet. Haben sich natürlich von der traditionellen Steuerung aus dem Original entfernt. Das ist auch gut so, muss man sagen. Auch wenn ich persönlich nie so was dagegen hatte. Wir haben einen Schlüssel. Ja, das Inventar kommt uns doch auch vertraut vor. Ich fühle mich gleich hier wie zu Hause. Es ist wunderschön. Kann ich hier was lesen? Hey, Pizza. Mensch, also das Spiel macht vielerlei Dinge hier ganz schön hungrig. Warte mal, war da noch was? Ey, ich habe den gar nicht genommen. Ein abgenutzter Schlüssel. Ach so, ich habe nur zwei Plätze frei. What? Jetzt muss ich eine austauschen. Inventar öffnen. Ach ne, jetzt habe ich auf einmal... Okay, whatever. Anscheinend habe ich es vorhin falsch gedrückt. Okay, auf jeden Fall, jetzt habe ich alles. Bist du wirklich... Seid ihr tot, ja? Oh, Wie ist der am Leben? Okay, das ging schnell, ja, Tatsache. Ah, die fressen gut Muni, ne? Oh, geh zurück, Bär. Oh, oh, oh. Kopftreffer sollten ja hoffentlich mehr ziehen. Nachladen. Ja, ich habe nicht mehr viel nachzuladen, ne? Geilo. Geht ja schon mal gut los. Schau mal hier. Aber wenn wir es aus diesem Albtraum rausschaffen. Okay, jetzt die Tür. Ah.
Wichtige Objekte verwenden, wenn Sie ein Objekt zum Öffnen einer Tür oder Lösen eines Rätsels benutzen möchten, werden Sie im Inventar benutzen. Okay. Das hat sie wunderschön gemacht. Hast du jetzt den Schlüssel? Ne, den hat sie immer noch. Okay. Aber was ist... Oh, jetzt steht er auch noch auf. Muss ich den machen? Ich hab nicht... Oh mein Gott. Ich gehe dann mal besser. What? Okay, nice. Hier ist die Tür. Wow, nicht schießen. Runter! Wir müssen raus hier. Alles gut? Ja, denke schon. Danke. Dank mir später, wenn wir sicher sind. Oh, Scheiße. Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Wohnst du hier? Nein. Ich suche meinen Bruder. Ist auch Cop. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Raccoon City. Resident Evil 2. Oh, ich freue mich. Also, an alle Einwohner. Aufgrund des stadtweiten Ausbruchs wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Lebens- und Arzneimittel werden Einbedürftigen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden... Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Rennen. Ja, gute Idee. Ach, ach du Schande! Ah! Leon, fahr rückwärts!
Claire, alles klar? Ja, mir geht's gut. Was ist mit dir? Ich muss weg hier. Ist nicht sicher. Oh, Scheiße. Geh schon weiter. Ich treffe dich bei der Station. So, und ja, die Polizeistation erreichen. Nicht, dass ich eine Wahl hätte, dank meiner nicht vorhandenen Munition, aber wir werden hier keine Zombies machen. Ich darf nicht anhalten. Genau. Ich muss in Bewegung bleiben. Denn jetzt geht's richtig los. Die beiden sind getrennt und haben unterschiedliche Wege. So 100%, wo ich hin muss, weiß ich natürlich auch nicht mehr. Aber ich weiß, dass wir einmalig hier in der Stadt rumlaufen. Und deswegen werde ich keine Zombies machen, denn die werden wir nie wiedersehen. Ich muss ihnen halt nur so gut wie es geht ausweichen. Okay. Die Waffe... Oh, jetzt schon. Die Waffe hat sie übrigens im Original eigentlich im Auto bekommen von Leon. Aber gut, ist ja auch wurscht. Jetzt schon zur Polizeistation. Also im Original kommt man da erst zu so einem kleinen Waffenhändler. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich die Vergleiche ziehe, aber ich muss es einfach tun. Vielleicht auch gerade für die interessant, die das Original nicht kennen. Aber mal schauen, ob das noch kommt oder ob ich da schon eher hinkomme. Dank dieser wunderschönen... Oh Gott, er kommt aus dem Bus. Ob das Tor aufgeht? Probieren wir es. Ich hoffe, es geht auf, sonst habe ich ein Problem. Ja. Tatsache. Also das haben sie ein bisschen abgekürzt. Ihr kommt da nicht durch, ne? Gut, brav. Wie gesagt, da war mal bei so einem Waffenhändler, der wurde auch überfallen und da hat man auch noch ein bisschen, ein bisschen länger ist man rumgelaufen in der Stadt. Aber gut, kein Problem. Ich war nie so wild auf den Anfangsteil, eben weil man da durchfetzen musste und noch nicht die wahre Stärke des Spiels kennenlernte, nämlich dieses große Polizeirevier. Die Stadt der Toten, unsere erste Trophäe. Es kommen bestimmt noch einige dazu. Okay, ich werde mich jetzt natürlich umgucken. Ich weiß noch nicht, wie es sich da mit Items verhält. Ich nehme an, die sieht man relativ deutlich, wenn denn da mal was liegen würde. Aber ich gucke trotzdem genau. Wird wahrscheinlich dennoch die Hälfte übersehen, wie immer, aber egal. Na gut, dann ab ins Revier. Da sind wir schon. Oh mein Gott, Leute, ich bin zu Hause. Oh, da werden Erinnerungen wahr, so viele, so schöne. Naja. Irgendjemand hier? Oh, wie geil. Liegt da hinten nicht sowas, was ich vielleicht gebrauchen könnte? Nee, da komme ich gar nicht hin. So, die Mitte ist wichtig. Wir gucken uns aber erstmal hier und da um. Keep out. Was passiert, wenn ich den umlege? War das gut? Es geht eh nicht ganz auf. Okay. Alles klar. Ach, die Statue und alles. Ich bin echt so gespannt, wie sie das alles jetzt gemacht haben. Ah ja, so sieht man also die Items sehr eindeutig. Ja, nehmen wir... Natürlich auf. Okay, jetzt klappt das auch mit dem Inventar anscheinend. Die Schreibmaschine, wo wir speichern werden. Im früheren Spiel hatte man auch Farbbänder gebraucht. Das heißt, man hatte eine begrenzte Möglichkeit zu speichern. Wenn wir hier auf Schwierigkeitsgrad schwer spielen würden, wäre dieses alte Feature auch wieder drin. Habe ich gesehen. Aber wir spielen ja auf normal. Hier brauche ich wohl ganz klassisch drei Embleme. Das haben sie ein bisschen abgeändert. Ich glaube, da hatte ich früher nur eins gebraucht. Okay. Nee, ich dachte, ich könnte den Text da unten vielleicht lesen, aber nein. Gut, ich habe natürlich noch nichts dergleichen. Ich habe auch nicht sowas wie ein Messer, ne? Das vermisse ich gerade so ein bisschen meinen Messerangriff. Gerade wenn ich sowas hier sehe, dann brauche ich doch bestimmt ein Messer. Ja. Also so das Interface, so haben sie sich schön an Resident Evil 7... wieder orientiert, finde ich ganz gut eigentlich. Vielleicht kann man sich ja genauso wie dieses Spiel ist ja dann auch ein Resident Evil 8 vorstellen, woran sie schon arbeiten, wie ich gehört habe. Gut, ich gehe mal erst nach hoch gucken. Moment, was habe ich da gesehen? Ein Heilungsspray.
Das nehme ich auf jeden Fall auch mit. So. Ja, immer circa 35 Minuten gehen die Parts. Der erste Part hier war eine Premiere. Alle weiteren Parts kommen dann ganz normal, meistens so gegen 17.30 Uhr von montags bis donnerstags. Natürlich kann es immer wieder mal zu Ausfällen kommen und so, ihr kennt mich ja. Aber gerade beim Hauptprojekt bin ich normalerweise bemüht, das sehr knapp zu halten mit den Ausfällen. Den Löwen kenne ich so noch nicht und da ist anscheinend auch noch ein Rätsel, eine Kombination, die ich aber noch nicht habe. Deswegen fange ich da erst gar nicht an, groß rumzudrehen. Wir wollen den steinernen Löwen ja nicht irgendwie, ne, provozieren oder so. Interessant, dass wir jetzt schon in die zweite Etage kommen. Das war früher anders, meine ich, oder? Ich glaube, da muss man erst so eine Leiter ausfahren von oben und dann konnte man in die oberen Etagen. Aber okay, eigentlich so der Traditionswillen will ich mich erst im unteren Stockwerk umgucken. Aber sowas nehme ich natürlich gerne mit. Das summiert sich zum Glück. So, also wie gesagt, Claire A und gleich im Anschluss wird es Leon B geben. Es gibt manchmal so gewisse Momente, zum Beispiel, wenn man sich besondere Items auswählen kann, so war es zumindest im Grundspiel, dass man sich wohl überlegen sollte, ob man die wirklich mitnimmt, weil wenn wir es uns mitnehmen, dann kriegt das Leon im nächsten Ding nicht und das nächste wird schwieriger, der B-Durchgang. So viel sei schon mal verraten. Und es lohnt sich wirklich, es hat sich damals schon gelohnt, beide Varianten zu spielen. Sie hatten sehr, sehr unterschiedliche Side-Stories. Und vor allem der B-Durchgang an sich weist halt nochmal markante Unterschiede auf. Wo ich jetzt schon Schiss davor habe. Aber gut, wir haben uns jetzt so ein bisschen grundmäßig hier umgeguckt. Also hier oben sehen wir schon mal ein paar Türen, die wir ausprobieren könnten. So, wartet mal, wenn ich nachlade, wäre vielleicht ganz sinnvoll. So, aber echt bei so wenig Munition für den Anfang. Ich weiß noch, im Dings, da hat man schon einen guten Batzen gefunden. Und ich habe hier jetzt gerade mal so ein bisschen, aber das ist halt wieder so richtig schönes Survival, ne? Deswegen sagen auch viele, oh, der normale Schwierigkeitsgrad, der ist schon anstrengend. Aber wir wollen den alten Horror-Survival, ja, schlimmstenfalls halt mit vielen Fails wieder haben. Aber gut, Leute, jetzt gucken wir uns mal hier um, wo wir wahrscheinlich noch was Wichtiges machen können. Das ist eine Kiste. Es gibt wieder die Kisten. Wie geil ist das denn? Ich denke, da kann ich diesen abgenutzten Schlüssel ruhig mal verstauen. Den werde ich wohl nicht mehr so schnell brauchen. Denn ihr seht es ja selbst, wir haben nur 8 Plätze. Das ist genauso viel wie damals im Original. Meine ich zumindest. Und ja, deswegen die Kiste, das ist das Tolle. Wenn wir diese Kiste irgendwo anders wiederfinden, dann ist das gleiche Zeug auch da drin. Das ist eine typische Resident Evil Kiste, so wie wir sie kennen und lieben. Und ich sehe hier blutige Fußspuren. Aber okay, gucken wir uns jetzt erstmal den Computer an. Komm schon, Chris. Wo steckst du? Mist. Drin sind sie auch. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Verstärkung. Ostkorridor. Ich sollte ihm helfen. Okay. Karte haben wir hier. Oh, sehr schön. Die Karte benutzen. Der Kartenbildschirm ist nicht nur nützlich, um sich in gegenwärtige Position und Umgebung anzusehen. Er zeigt auch interessante Details sowie Objekte an, die sie zwar gefunden, aber nicht aufgenommen haben. Das ist cool. Das ist ja voll der Service hier. Ich nehme mal an, ja, das hier ist ja diese Göttinnenstatue. Das ist ja eine Luxuskarte vom Feinsten, also wunderbar. Und hier ist unser erstes Ziel. Okay, eigentlich laufe ich immer erst den Weg da hinten hin. Aber ja, zugeklebte Kasten. Ich werde aber trotzdem erstmal, einfach weil ich es kann, erstmal gucken, ob ich da vielleicht reinkomme. Auf jeden Fall ganz
wird durchsucht. Okay, ganz, ganz tolle Karte. Haben sie schön gemacht. Was haben wir hier noch? Heilende Objekte. Wenn sie Schaden nehmen, wechselt ihre Gesundheitsanzeige von gesund zu Warnung und schließlich zu Gefahr. Wenn sie in Gefahr sind, sollten sie sich schnell mit einem Kraut- oder Erste-Hilfe-Spray heilen. Ja, das kann man sich natürlich denken. Wir haben hier eine Shortcut. Das ist vielleicht ganz sinnvoll, dass ich das benutze. Machen wir immer, warte mal, wie mache ich das? Nicht, dass ich jetzt aus Versehen es benutze, dann weine ich. Bewegen. Ah ne, so kann ich das aber nicht in die Shortcut legen. Da kann ich es nur hier ein bisschen... warte mal, wenn ich... Nee, hä? kann ich die Heilung nicht bestätigen? Warte mal, ich mach mal einen Test hier. Bin ich da? Ah, dann kommt erst sowas. Okay, nicht aus... Okay, alles klar. Also kann ich hier auch... Nee, kann ich nicht. Hier darf ich es nicht in den Schnellzugriff legen. Ah, gemein. Ja gut, dann halt nicht. So, und hier haben wir anscheinend Notizen, die gesammelt werden, dem Brief der besten Freundin. Liebe Claire, zuerst einmal vielen Dank für deinen Brief. Und jetzt muss ich mir was von der Seele schreiben. Ich fasse es nicht, dass du das wirklich tun willst. Unglaublich, dass du ganz allein nach Raccoon City fahren willst. Und das nur, um deinen Bruder zu sehen? Was ist bloß in dich gefahren? Ich weiß zwar, wie viel Chris dir bedeutet und dass du ihn seit einem Monat nicht mehr erreichst, aber jetzt bist du verrückt geworden. Du weißt doch, wie viele Perverse und Arschlöcher sich da draußen rumtreiben und nur auf eine heiße junge College-Studentin warten. Es ist gefährlich, alleine zu reisen. Aber dein Entschluss steht wahrscheinlich fest, oder? Versprich mir bitte, mich anzurufen, wenn du in Raccoon City bist. Lass deine beste Freundin nicht hängen, okay? Oh je, wenn die wüsste. PS, dein Bruder mag ja der Chris Redfield sein und dir das Kämpfen und Schießen wie keine anderen beigebracht zu haben, aber du bist deshalb noch lange nicht unverwundbar. Also, mach also keine Sperenzchen daraus. Ja, okay, da haben sie es ein bisschen erklärt, warum Claire überhaupt mit einer Waffe sofort umgehen kann. Ja, haben sie sich wenigstens was überlegt dazu, das gab's früher nicht. Ja, apropos, wir hören immer wieder Chris Redfield, der hatte ja schon seinen Auftritt in Resident Evil 1. Und wenn gerade die Jüngeren unter euch die Originale nicht kennen, es gibt nicht nur einen alten verpixelten Teil 1, den ich Let's Played habe, sondern auch davon ein richtig geiles Remake, was ich zufälligerweise auch Let's Played habe. Könnt ihr gerne mal reinschauen, vielleicht verlinke ich es auch am Ende des Videos. So, wir speichern mal zum ersten Mal. Oh, okay, alles klar. Da haben mir jetzt so ein bisschen noch die Tippgeräusche gefehlt. Und wisst ihr, was mir auch fehlen wird? Wahrscheinlich die Türladesequenzen, wie es damals einfach sein musste. Aber na gut, darüber müssen wir hinwegschauen. Wir haben hier ein höchstwahrscheinlich richtig geiles Remake vor uns, werte Freunde. Ich probiere jetzt mal die Tür hier. Ah ja. Da ich leider keinen Schlüssel habe, werde ich wohl doch erst dahin müssen. Also die Reihenfolge, wie man das Revier untersucht, wird sich schon mal unterscheiden. Auch das, was wir hier auf dem Laptop gesehen haben, dem wir zu Hilfe kommen, hat mir so gerade nichts gesagt. Also ich bin mal gespannt. Ich soll ja jetzt eigentlich... Warte mal, wo stehe ich da? Ja, aber gut, da komme ich nicht durch. Da muss ich wahrscheinlich doch von oben auf... da. Ja, da will sie unten durchkriechen. Ah ja, okay. Ganz schön duster hier. Uiuiui, unblutig. Hier ein paar Vermisstenanzeigen. Ich schätze, jetzt sind es noch einige mehr geworden mittlerweile. Das Exit, okay. Ich kann aber jederzeit... Ne, ich kann nicht jederzeit zurück. Okay, cool. Ja, dann kann es ja losgehen. Hier scheint eine Sicherung zu fehlen. Ich habe leider keine. Für die Stromzufuhr hier wahrscheinlich. Und wir kommen hier noch in... Eine halbe Pampa rein. Ich erinnere mich an diesen Gang natürlich. Ach, es ist so geil, wenn man die Örtlichkeiten halt wiedererkennt. Die schönen Details, die es damals schon im zweiten Teil gab. Mit diesen vorgerenderten Hintergründen. Sind jetzt halt... Das ist so ein starker Wiedererkennungswert einfach. Ganz, ganz authentisch bis jetzt. Super stark.
Kriege ich was zu trinken? Nein? Schade. Ich hätte nämlich wirklich Durst. Okay, kurzer Blick auf die Karte. Ja, ich werde oft auf die Karte gucken, gewöhnt euch besser dran. Da hinten ist unser Ziel. Wir könnten aber auch erstmal versuchen, in dieses Großbüroräumchen zu kommen. Reinlunzen dürfen wir ja schon. Scheint relativ verhalten ruhig zu sein. Okay, das hätte ich mir eigentlich fast denken können, dass das noch nicht geht. Ich soll wohl erstmal zu meinem Ziel, bevor hier richtig was passiert. Konzentration. Ja, Konzentration. Nicht zu sehr in Nostalgie schweben. Aufpassen, es ist nämlich sehr, sehr ruhig hier. Zu ruhig. Komme ich da durch, wenn ich mich... Ja, ich könnte da durchkommen. Links von mir war der Presseraum. Ich versuche mal reinzukommen. Da komme ich sogar rein. Der Presseraum. Schade, wenn ich mich nicht irre, hing damals hier ein Bild von den ganzen Cop- und Stars-Mitgliedern. Und hier gab es, glaube ich, auch ein Easter Egg, das man finden konnte, wenn man 100-mal versucht, was aufzunehmen. Aber das geht hier nicht. Gut, ich habe jetzt noch nicht 100-mal gedrückt, aber ich denke, da geht nichts. Nicht mal das Bild haben sie da eingelassen. Das finde ich aber schade. Aber vielleicht verwechsle ich das auch gerade mit einem anderen Raum. Kann auch gut sein. Ja, das könnte sogar wirklich gut sein. Ich meine, der war nämlich oben. Komm, der ist später. Oh, hallo. Bist du tot? Muni. Ah, gerade mal 7 Patronen, ne? Also früher hat man immer 15 bekommen. Ich glaube im leichten Schwierigkeitsgrad sogar 30. Das war dann wirklich ein bisschen über. Ach, guck mal, wir haben Licht. So mehr oder weniger. So, hier kann ich nichts aufnehmen. Okay. Und hier werde ich nicht durchkommen, oder? Oh, nee, da geht gar nichts. Ich höre aber Geräusche da drinnen. Irgendwas. Sehen tue ich aber nichts. Okay, das ist der Presseraum also. War jetzt nicht so ergiebig. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Okay, dann gehen wir mal. Wenigstens ein bisschen Munition abgecached. Ja, geht's noch lauter, Claire. Gut, wir werden wohl da durch müssen, aber, werte Freunde, das machen wir dann das nächste Mal, sprich morgen, wenn es hier wieder heißt Let's Play Resident Evil 2, das Remake. Also, bis denne!